Ein Pferdeliebhaber auf Jägersmännertreffen. Es war wieder Pferd und Jagd in Hannover und Liebe, Verlust und Vergeben, mein Ende, dein Anfang ist unser Filmtipp der Woche. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. 970 Aussteller aus 23 Nationen zeigten in 8 Hallen mal wieder die neuesten Trends und Produkte, die die Herzen von Outdoor-Liebhabern höher schlagen lassen. Die Pferd- und Jagdmesse in Hannover verzeichnete in ihrem 39. Jahr mit 103.000 Besucherinnen und Besuchern einen Rekord zum Vorjahr und ging am Sonntag zu Ende. Gunter Wollny war für Sie vor Ort. Für 4 Tage hatte sich Hannovers Messegelände in den größten Pferdestall Europas verwandelt. Mit diesem Superlativ jedenfalls warben die Veranstalter. Als dann am gestrigen Sonntagabend die Messe Pferd und Jagd ihre Pforten schloss, waren nicht nur die vielen Pferdeliebhaber unter den 103.000 Besuchern auf ihre Kosten gekommen, sondern auch tausende Angler und Jäger. Knapp 1.000 Aussteller aus 23 Ländern informieren an ihren Ständen auch über aktuelle Trends. So hat letztendlich auch im Pferdestall die Digitalisierung Einzug gehalten. Um reiten zu lernen, muss man nicht mehr unbedingt auf den Reitplatz. Das geht auch bequem von zu Hause aus auf einer Online-Plattform. Wie das genau funktioniert, erklärt uns Tanja Grobecker von der Online-Reitschule ProReit. Ja, bei uns gibt es auf der Homepage Videomaterial, wo gezeigt wird, wie bei uns die Horsemanship-Arbeit verläuft. Da werden in kleinen Schritten gezeigt, von Liberty über Seilarbeit, über Reiten, physiotherapeutische Übungen werden da genauestens erklärt und gezeigt, wie das so verlaufen kann, mit Hilfestellung und zum Nacharbeiten. Sicherlich nicht zufällig wurde die Messe Pferd und Jagd 1981 in Hannover etabliert. Denn Niedersachsen versteht sich seit Generationen als Pferdeland. Die Pferdeland Niedersachsen GmbH vertritt dabei die Interessen des Reitsports in unserem Bundesland und ist hier auf der Messe Anlaufstelle für die niedersächsischen Pferdehalter. Wie es den Pferden und ihren Besitzern in Niedersachsen aktuell geht, fragen wir Andrea Düßmann, Geschäftsführerin der Pferdeland Niedersachsen GmbH. Grundsätzlich geht es uns natürlich gut, weil wir uns eben im Pferdeland Deutschlands, nämlich in Niedersachsen, befinden und bewegen und dort auch unsere Pferde halten. Aber wie in jedem Sport und auch Zucht ist es halt schwierig inzwischen geworden, gewisse Belange durchzusetzen. Die Messe Pferd und Jagd ist für uns natürlich eine richtige Flaggschiff-Veranstaltung, so kann man das wirklich nennen. Wir befinden uns hier in Hannover. Hannover ist die Landeshauptstadt von Niedersachsen. Pferdeland Niedersachsen kümmert sich um die Belange des Pferdes in Niedersachsen. Also wo könnte man besser aufgehoben sein, um sich darzustellen, seine Aufgaben darzustellen, mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen, als auf dieser Messe. Große Anziehungskraft haben auch in diesem Jahr die vielen aktionsreichen Pferdeshows und Sonderschauen zu den Themen Pferd und Jagd. Die meisten Besucher aber sind auch auf Einkaufstour. Von Pferdefutter, Reitbegleitung und Pferdegeschirren, Reitsätteln, Jagdwaffen und Jagdbekleidung bis hin zu Angelutensilien ist alles dabei. Im letzten Jahr hatte fast jeder Messebesucher etwas eingekauft und gab durchschnittlich etwa 450 Euro aus. Ähnlich wird das auch in diesem Jahr sein. Jedenfalls verlassen auch auf der Pferd und Jagd 2019 die meisten Besucher ziemlich bepackt und recht zufrieden das Messegelände. Wir kommen zu den Meldungen des Tages, jetzt für Sie zusammengefasst von Martin Schlüter. Im Klinikum Warendorf in Sehendekötenwald ist nun ein Jahr nach der Grundsteinlegung Richtfest für ein neues Fachkrankenhaus für die Seele gefeiert worden. Bei weihnachtlicher Atmosphäre wurden die neu entstehenden Räumlichkeiten vorgestellt. Der geschäftsführende Gesellschafter des Klinikums, Dr. Matthias Wilkening, erklärt, was hier bis Ende 2021 entstehen soll. Wir haben überwiegend Ein- und Zweibettzimmer, natürlich mit Bädern. Aber das Besondere sind die Therapiemöglichkeiten. Wir haben einfach genügend Räume für Einzelgespräche, für Gruppen, für Sporttherapie, Kunsttherapie und was es alles so gibt.
In der Zukunft werden wir versuchen, das hinzubekommen, dass jeder einzelne Patient auch zum Schluss sich seinen Therapeuten aussuchen kann. Das ist ja in Krankenhäusern nicht immer der Fall. Die Baukosten sind mit rund 70 Millionen Euro geplant, von denen etwa 48 Millionen Euro vom Land Niedersachsen übernommen werden. Das Klinikum Warendorf ist derzeit eine der größten psychiatrischen Einrichtungen Deutschlands in privater Trägerschaft. Der dritte inklusive Weihnachtsmarkt am Sonntag war ein großer Erfolg für das Deutsche Taubblindenwerk. Der Sparkassenverband hat insgesamt 6.500 Euro gespendet. Besucher konnten liebevoll gestaltete Kunstwerke erwerben und den offenen Proben des Gebärdenchores folgen. Mit dem ersten Spatenstich für den Forschungsneubau Scale wurde heute in Hannover die interdisziplinäre Spitzenforschung in der Produktionstechnik und im Maschinenbau gestartet. Effizientere und nachhaltigere Fertigungsmethoden für Großbauteile, wie sie etwa in Windkraftanlagen, Flugzeugen oder Schiffen zum Einsatz kommen, sollen hier entstehen. Das rund 7000 Quadratmeter große Neubauvorhaben auf dem Campus Maschinenbau in Garbsen wird in unmittelbarer Nähe zum Produktionstechnischen Zentrum Hannover der Leibniz-Universität entstehen. Der Bau und die Einrichtung der Großgeräte kosten knapp 50 Millionen Euro, die je zur Hälfte das Land Niedersachsen und der Bund tragen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant. Als Bürgerin oder Bürger macht man sich in der Regel nicht allzu viele Gedanken um den Müll, den man ab und zu vor die Haustür stellt. Es gibt halt verschiedene Tonnen und Säcke und irgendwann werden diese auch abgeholt. In der Politik wird Abfallentsorgung aber auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet. Und darüber möchte ich mich heute mit FDP-Fraktionsvorsitzenden der Region Hannover, Christiane Hinze, unterhalten. Hallo Frau Hinze, schön, dass Sie da sind. Ich habe es ja eben bereits erwähnt, Abfall ist für Sie auch eine Kostenfrage und damit kommen wir auch schon direkt zum Thema. Die Region Hannover will die Abfallgebühren erhöhen, doch die FDP lehnt das kategorisch ab. Nicht, dass mich als Kostenträger das jetzt stören würde, aber warum lehnen Sie diese Erhöhung denn ab? Also die Müllgebühren sind eine sogenannte gebührentragende Einrichtung. Das heißt, die Kosten, die AHA verursacht, darf sie oder muss sie auf die Bürger umlegen. AHA darf also kein Defizit produzieren. Und dann ist es natürlich sehr einfach, wenn ich gar nicht in meinen Betrieb reingucke und gucke, wo ich effizienter arbeiten kann, wo ich Einsparungen betreiben kann, sondern die Kosten einfach auf die Bürger umlege. Wir haben da diverse Punkte im Auge, was jetzt tatsächlich eingespart wird. Das ist also der Flop der O-Tonne. Dadurch werden wir ja schon, oder wird AHA schon mal 1,5 Millionen einsparen. Aber auch die kalte Rotte und so diverse andere Sachen, die AHA betreibt, bringen eben große Defizite ein. Und wenn man dann da nicht gegensteuert, sondern die Kosten, wie ich eben schon gesagt habe, 1:1 auf die Bürger umlegt, finden wir das nicht in Ordnung. Ja, im Prinzip haben Sie es schon angeschnitten. Also diese Entscheidungen der Vergangenheit, die Sie ja im Prinzip in Ihrer Pressemitteilung kritisieren, wie eben die kalte Rotte, die Einführung der O-Tonne, die haben jährlich Defizite von 1,5 Millionen Euro eingefahren. Und da muss man sich ja fragen, ja, oder sich schon fast fürchten, ob der Müll irgendwann vielleicht gar nicht mehr abgeholt wird, beziehungsweise wie AHA da überhaupt noch handlungsfähig bleiben kann. Also AHA bleibt auf jeden Fall handlungsfähig. Ich habe ja gesagt, das ist ein Gebühren oder die Gebühren oder die Kosten, die AHA verursacht, werden eben oder müssen 1:1 auf die Bürger umgelegt werden. Das heißt, sie müssen das bezahlen, was an Kosten entsteht. Und von daher bleibt AHA selbstverständlich handlungsfähig und selbstverständlich wird der Müll auch weiter abgeholt. Nur es ist eben alles eine Kostenfrage. Ja, dann bin ich ja schon mal optimistisch. Sie fordern ja auch AHA auf, mittelfristig Perspektiven eben zur Reduzierung dieser Kosten durch eben eine effizientere Struktur oder auch ein aktualisiertes Abfallwirtschaftskonzept offenzulegen. Aus welchem Grund? Dieses System, was im Moment bei AHA herrscht oder durchgeführt wird, das ist eben schon sehr alt. Die Zeiten haben sich geändert. Sie wissen, wir haben ganz andere Probleme als vor 20 Jahren. Es gibt
wenig Personal. Das Personal ist sehr teuer. Sie wissen immer, die Personalkosten sind der größte Kostenfaktor. Und es gibt zum Beispiel auch neue Systeme bei der Müllabholung. Wenn Sie zum Beispiel die Tonnen sehen, die abgeholt werden, da sitzen in der Regel 3 Leute in einem Müllwagen drin. Einer fährt, 2 rollen die Tonnen ran. In anderen Kommunen gibt es da schon ganz andere Systeme. Da werden mit Greifern die Tonnen, die werden nur eingehängt. Und dann werden die Tonnen eben ausgekippt, elektrisch. Da könnte man zum Beispiel sparen. Es gibt also diverse Systeme, mit denen man da also sehr viel effizienter dann auch arbeiten könnte. Mhm. Oder ich meine, wir leisten uns natürlich auch eine Menge an Sonderleistungen, die in den anderen Kommunen alle kostenpflichtig sind. Das betrachte ich als sehr positiv. Nur man muss es sich auch leisten können. Überlegen Sie mal die ganzen Wertstoffhöfe. Da sind ja auch diverse Menschen am Arbeiten, die dann eben entsprechend auch bezahlt werden müssen. Das ist ja völlig klar. Und die Einwohner der Region Hannover möchten natürlich auch diese Wertstoffhöfe halten. Also wir werden nicht alles wegrationalisieren können, aber wir müssen ein Konzept aufstellen, das zukunftsfähig ist und das eben auch auf die Gegebenheiten der Zukunft ausgerichtet ist. Ja, das klingt auf jeden Fall nach der Herausforderung, die man mit den guten Vorsätzen jetzt demnächst auf sich nehmen kann. Christiane Hinze, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind schon am Ende angekommen und weiterhin viel Erfolg in der Region Hannover. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, und damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema. Weil man in der Politik nämlich häufig vergebens auf Happy Ends wartet, haben wir mal wieder einen Filmtipp für Sie vorbereitet. Mit Mein Ende, dein Anfang hat Mariko Minoguchi im Sommer ihr Debüt als Regisseurin gefeiert. Das Drama handelt von Liebe auf den ersten Blick, Verlust und Vergeben und ist seit dem 28. November in den deutschen Kinos zu sehen. Wir von H1 haben den Streifen für Sie schon mal unter die Lupe genommen. Ihr Leben lang zu kennen. Die Storyline in dem deutschen Drama Mein Ende, dein Anfang fackelt nicht lange. Hält Aaron doch noch eben einen Vortrag in der Uni über das Phänomen des Déjà-vus und dem Gefühl der Vorbestimmung, so wird er doch ein paar Minuten später bei einem Banküberfall als Geisel erschossen. Dadurch wird seine Freundin Nora völlig aus dem Leben gestoßen. Wirkte es doch so, als sei ihre Begegnung mit Aaron vom Schicksal vorbestimmt. Sie stürzt sich nun in gemeinsame Erinnerungen und scheint sich fast in ihrer Trauer zu verlieren. Da trifft sie wie zufällig immer wieder auf Nathan. Schicksal oder führen ihre eigenen Entscheidungen sie immer wieder zu ihm? Versetzt die ganze Welt für dich. Für dich. Immer für dich. Für immer und dich. Rede für dich, schweig für dich, ich gehe. Wird man zu Beginn des Films von dem doch recht pathetischen und dramatischen Ableben Aarons, inklusive Name-Dropping des Filmtitels, nicht gleich abgeschreckt, so zeigt der Film weiter, was er alles kann. Da hätten wir zunächst das herzzerreißende Spiel von Saskia Rosendahl, welche den Schmerz von Nora beeindruckend greifbar macht. Dazu kommt die nicht-lineare Erzählweise, die ihre tückische Wirkung erst mit der Zeit offenbart. Doch reicht das, um dem Film und dem Schicksal der drei etwas Magisches zuzuschreiben? Ich muss los. Okay. Mach's gut. Du auch. Du auch. Das Schicksal schlägt in Mein Ende, dein Anfang mit seiner ganzen Bitterkeit und Ironie zu. Und doch bewahrt sich die Geschichte ihrer Figuren als selbstständig handelnde Individuen. Das gibt dem Film seinen Realismus ein Stück weit zurück und rettet so seine Glaubwürdigkeit. Auch überrascht er doch zuweil und zeigt, dass er nicht nach Schema F funktioniert. Mich hat die Geschichte voll und ganz ergriffen und mich emotional ordentlich durchgeschüttelt. Wer jedoch nicht mindestens ein bisschen ans Schicksal glaubt, für den könnte der pathetische Ton etwas zu viel sein. Das Schicksalsdrama Mein Ende, dein Anfang. Ab dem 28. November im Kino.
Und zum Schluss der Sendung noch ein Veranstaltungshinweis. Der Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover e.V. lädt morgen herzlich zum letzten offenen Vereinstreffen des Jahres 2019 ein. Thematisch wird es um die angebotenen Schwimmkurse, Landesmittel für Ehrenamtliche 2020, den Besucherdienst der Abschiebehaft und das U-Dance Charity-Projekt gehen. Ort des Geschehens sind die Verdihöfe in der Goseriede 10 und los geht es um 19 Uhr. Und das war's auch schon wieder für heute mit 0511. Morgen begrüßt ihr an meiner Stelle Joscha Weidenfeld. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.